Moin Leon. Moin, moin. Heute haben wir die Groundheads 4 Kicks. KPS bis da. Mit dem Sublime. Format, also Toro 54er Ringmaß, 15,2 cm Länge, 410,50 €. Über ein schönes ecuadorianisches Deckblatt, Entschuldigung, ein nicaraguanisches Umblatt. In der Einlage haben wir auch Nicaragua und aber auch Domrep mit am Start. Ja, der John Huber steckt hier hinter der Crown Heads aus Amerika, wird von Dalai nach Deutschland gebracht. Und die war jetzt relativ lang ausverkauft, zumindest in dem Format. Sehr komplex, mittelkräftig, schöne holzige, strohige Momente. Auch das Ecuador-Deckblatt eine leichte, nussige Süße. Dann hast du ein bisschen Toast. Ist schon im Prinzip von Anfang grasig, floral, erdig. Du hast dann auch so einen Säurekick. Das verwandelt sich dann aber alles in so eine Kräutertee oder fast schon Wiesenheu. Also es erinnert, so die ersten 10 Minuten erinnert so ein bisschen an Frühling oder fast schon Frühsommer. Ja, wenn auf den Feldern halt eben schon die Kräuter blühen und die Blumen blühen, irgendwie sowas in die Richtung. Aber hast halt eben auch weiße Pfefferspitzen, also wirklich. Sie hat auch eine Schärfe mit an Bord. Aber hier und da eben diese Kräuter, dann das Toastige, dann das schön holzige und aber auch die erdige Geschichte. Und dann wieder doch hier und da am Anfang so ein bisschen Creme und Butter auf den Lippen. Und halt eben doch dann im späteren Verlauf mehr Leder, aber nicht zu trocken. Mehr Erde, aber nicht zu erdig. Das mag ich nämlich gar nicht. Ende des ersten Drittels kommt nochmal eine Pfefferspitze oder eine Schärfe nach oben und dann geht es wieder ein bisschen runter. Also, ja, jetzt am Schluss wieder ein bisschen mehr Süße, ein bisschen mehr Nuss. Vielleicht könnte man auch sagen, so ein bisschen Schokolade sogar, so hier und da, so ein bisschen Nutella, ganz dezent, aber grundsätzlich ist es eher eine floral, erdige, ledrige, toastige Angelegenheit und eben dort diese Ecuador-Geschichte erst etwa hier und da schielt so ein bisschen noch die Süße mit dazu. Ja. Was ist jetzt für eine Meldung? Sag mal, warst du dein Friseur oder was? Hast bis jetzt eigentlich immer so einen gewissen Gegenzug. Trotzdem ist das Rauchvolumen gut. Brennt super ab, wie ihr seht. Geht nicht einmal aus. Unkomplizierte Zigarre so. Also sie hat Stärke. Trotzdem als Ausgleich eben dieses leicht verspielt, strohig, süßliche, toastige, nussige. Ja, unkompliziert. Super Verarbeitung. Wundert mich, dass so eine Zigarre heutzutage noch für 10,50 € angeboten wird. Bei den ganzen Preisen da, weil alles so sau teuer wird. Also wenn ich jetzt mal gucke, eine Patron oder eine Laura Schawin für 33, 38, 40 € und so ein Blödsinn. Also die kickt auf jeden Fall einige vom Thron, sage ich jetzt mal, die Zigarre hier. Schöne Komplexität, mittelkräftig. Ja, am Anfang eher so das cremig süßliche, dann kommt der Pfeffer. Dann direkt Erde, Gras, Bitterkeit, Säure. Pfeffer bleibt, Pfeffer wird ein bisschen weniger. Dann kommt der Pfeffer doch wieder zurück. Ja, und jetzt ist halt eher so ledrig, toastig, floral, Kräuter. Und hier und da, das ist Ecuador süßlich, nussig, sage ich jetzt mal, so ganz dezent. Ist nicht zu trocken, aber sie ist auf jeden Fall deutlich trockener geworden jetzt. Also unkompliziert. Du hast halt so einen gewissen Gegenzug. Ja, das. Aber trotzdem hast du halt ein gutes Rauchvolumen und ein guter Abbrand. Also, und halt auch eine lange Rauchdauer natürlich. Also bei der mache ich mir keine Sorgen, ja, dass die auf dem Zigarrenmarkt vorprescht.
Also, ist eine echt sehr gute Zigarre. Für den Preis mega. Ja. Also, habe ich ja gerade gesagt, mich wundert es, dass es solche Zigarren für 10,50 € noch gibt. Zumindest das Format. Die gibt es ja noch in Corona. Ist ein bisschen billiger sogar noch. 59 oder so. Nee, das ist echt eine sehr gute gemachte Zigarre. Habe ich am Anfang auch schon gleich gemerkt. Die Haptik, Optik, schlichtes Design von der Bauchbinde auch, aber trotzdem ansprechend so. Und hat eben jetzt so am Schluss doch dieses leicht Nutella, dieses Schokoladige so ein bisschen. Also das ist ja sehr, sehr gute Zigarre. Für Anfänger weiß ich nicht, weil es gab schon so Momente, wo so ein bisschen durch dieses Holzige, dieses Strohige und diesen weißen Pfeffer so ein bisschen, na, kratzen, nicht so ganz, aber so ein bisschen rau. Aber wenn die jetzt vielleicht ein, zwei Jahre irgendwo im Humidor schlummert, ja, dann wird das auch wieder ein bisschen flacher. Ja. Aber ansonsten, also ich muss ihr auf jeden Fall eine 5 von 5 geben, definitiv. Das ist eine hammermäßige Zigarre. Tolles Format, super Preis, sieht schön aus, fühlt sich gut an. Unkompliziert. Kein Schiefbrand. Klar, nicht hundertprozentig gerade. Vorhin war es ein bisschen schiefer, ja, aber jetzt am Schluss wird es ein bisschen milder, ein bisschen Süße kommt rein. Und was ich halt geil finde, weil die Erde war im Prinzip sofort da. Dieses Schwarztee, Kräutertee-mäßige. Aber nie so krass. Das mag ich gar nicht, wenn die Erde so richtig zack und nur eine Stunde Erde, Erde, Erde. Das ist zwar irgendwie unterschwellig passiv so da, aber schlägt halt nicht über die Stränge. Und das finde ich halt gut. Das finde ich halt gut. Ja, da merkt man dann halt dann doch, dass da so ein bisschen was durchdacht ist. Ja. Nicht 100%, aber 99. Nee, also recht sehr komplex eigentlich. Hat ein bisschen Bums. Vor allem die Aromen sind, wie gesagt, von der Minute 1 an im Prinzip schon da. So dieses Toast, dieses Holz, dieses Stroh, diese Kräuter. Ja, dieses eher die grasige und dieses pfeffrige, diese Schärfe. Das ist im Prinzip von der ersten Sekunde da. Ja. Was aber witzig war, dass der Kaltgeruch relativ verhalten war. Du hast so eine gewisse Würze gerochen und halt nur so ein bisschen Stroh, Holz. Ja, so Eiche ein bisschen. Aber angezündet dann direkt, zack, hier bin ich. Das kann ich im Review vielleicht noch kurz. Ja, also der Kaltgeruch war ja so ein bisschen verhalten, aber eigentlich ab Minute 1 hat sie so richtig alle Aromen dir um die Ohren gehauen. Ja, so richtig von Minute 1 waren die Aromen schön präsent, ja, schön vollmundig. Und ja, unkomplizierte Zigarre, schöner Abgrund. Der Gegenzug ist zwar da, aber trotzdem unkompliziert, also hohes Rauchvolumen. Unkompliziert in dem Sinne, dass ich auch keine Sekunde irgendwie denke, dass jetzt ausgehen würde oder so. Also bei der bin ich mir sicher. Ja, das funktioniert. Sehr komplex. Ja. Zum Ende vom ersten Drittel halt so ein bisschen rüpelhaft, so dieses scharfe, kratzige so ein bisschen. Aber auch nicht schlimm. Und jetzt am Schluss sogar so ein bisschen, ja, so Nutella, so ein bisschen Kombination aus dem Ecuador, dieses nussig-süßliche mit so ein bisschen Schoko noch mit dabei. Sie wird ein bisschen trockener, lediger, das habe ich ja schon gesagt, aber wird nicht zu trocken. Also genau richtig so eigentlich. Du findest das Format gut? Ja, gut, Toro ist sowieso mein Lieblingsformat. Besonders lecker zu einem Whisky Bourbon. Etwas süßer. Ich glaube, bei der Zigarre ist es so, dass wenn sie einem gefällt, dann gleich voll, weil die Aromen sehr präsent sind. Ja, sie erinnert mich sogar tatsächlich an eine Fuente, und zwar die Don Carlos Anniversary.
Weil die Don Carlos Anniversary hat auch so Kräuterbonbon-mäßige Aromen, so ein bisschen Salbei-Bonbon-mäßig sogar. Und hier so im ersten Drittel hatte ich auch diese Kräuterbonbon-mäßigen Geschichten mit am Start. Ja. Und halt so dieses schön holzige, feinholzige. Weil der Dimitri gesagt hat, Single Malt, schottischer Whisky gibt es jetzt auch bei mir. Singleton, Single Malt, schottischer Whisky. So leichte Torf, eine leichte fruchtige Nase hier mit dabei. Erinnert so ganz entfernt an Lagavulin, ganz entfernt. Ein super Whisky. Der halt nicht über die Stränge schlägt in irgendwelche krassen, torfigen Richtungen oder trockenen Richtungen. Der ist einfach schön ausgeglichen, mild, milder Whisky. Und harmoniert gut zur Zigarre. Was ich auch gut finde, dass die Aromen nicht wirklich verfälscht werden, jetzt auch durch den Whisky. Weil oftmals, wenn du dann so einen Whisky trinkst, dann kommt die Erde oder so richtig krass durch. Oder bei einem Rum, dann werden Zigarren leicht toastig, knusprig oder so vom Aroma her. Und jetzt hier, die Aromen sind bei der Zigarre eh schon relativ stark so. Und die werden von diesem etwas milderen Whisky hier jetzt überhaupt nicht beeinflusst oder so. Der Whisky begleitet die Zigarre nur, das ist ja auch wichtig. Der Leon fragt, was ich für Zigarren geholt habe. Mir schmeckt sie nur vollumfänglich mit einem Getränk, obwohl es bei mir oft der Fall ist, dass ich ein Getränk dazu brauche. Bei der jetzt gar nicht. Also bei der anderen habe ich gleich gemerkt, oh, die ist schon von Anfang an so dermaßen bitter und trocken und so richtig erdig, da brauche ich irgendwie was zum Trinken, aber ich habe nichts zum Trinken gehabt. Aber der Leon fragt, was ich gekauft habe. Ja, ein paar kubanische Zigarren natürlich. Juan Lopez Selektion Nummer 2 habe ich mir geholt. Klassiker Ramon Alones Specially Selected habe ich mir geholt. Und halt nochmal der Klassiker Patagas Serie D Nummer 4. Das sind einfach Pflicht kubanische Robustos, die man halt braucht daheim. Genau. Sind jetzt halt frisch von letztem Jahr, aber ist egal. Es gibt aber Zigarren, wo du merkst, hey, wenn du jetzt so ein bisschen, keine Ahnung, Cappuccino geht sowieso bei allem, aber wenn du so ein bisschen was Süßliches hast, Cola von mir aus oder halt ein Rum, ja, da gehen viele Zigarren dann doch noch mal ein bisschen so ein bisschen auf. Ja. Und wenn du halt so ganz, ganz ja, trockene Zigarren hast, dann musst du auf jeden Fall irgendwas dabei haben zum Trinken. Deswegen habe ich ja in der Regel ja, auch dann beim Spazieren dann auch irgendwie eine Dose dabei zum Trinken oder so ein Zucker, Eiskaffee oder sowas. Das ist so ein bisschen. Aber das ist ja halt bei der Zigarre jetzt nicht so. Also die ist ja erst seit Viertelstunde oder so relativ ledrig trocken, aber ist trotzdem nicht zu trocken.
sodass ich den Drang habe, ich muss jetzt unbedingt was trinken. Ist es bei dir jetzt überhaupt nicht so? Auf jeden Fall, Juan Lopez, habe ich auch noch eine Kiste. Ja, Juan Lopez, die Selektion gibt es ja eigentlich, glaube ich, nur zwei. Selektion 1 und 2. Aber diese neue Juan Lopez habe ich leider nie gefunden. Das war die La Casa del Habanos von letztem Jahr mit dieser schönen weißen Kiste oder von vorletztem Jahr, also von vor 2 Jahren sogar schon. Da war ja die Kiste irgendwie so 750 Euro rum und mir hat sie einen angeboten für 1400 Euro. Und ich so, Alter, was willst du für ein Gebäck? Wenn du ein 100er, wenn du eine Kiste verkaufst und du sagst, okay, ich möchte 100 Euro mehr, okay, oder wenn du jetzt irgendwie eine alte kubanische, eine Cohiba oder Trinidad-Kiste hast, wo der Preis jetzt verdreifacht ist, dass du sagst, okay, ich möchte da ein bisschen mehr haben, so, okay, aber wenn du jetzt direkt den doppelten Preis willst, weiß ich nicht. Aber das ist jetzt die Juan Lopez, die La Casa de Labanos, die habe ich nie gesehen. Also nie, war nie irgendwie möglich, dann die zu haben, aber ja. Auch nicht so schlimm, weil die Selektion ist auch schon gut. Und mal ganz ehrlich, auch diese ganzen Year-of-Geschichten bei den Kubanern ist halt eigentlich mehr so dieser Sammeltrieb, das, was dich halt antörnt. Ja. Dass jetzt die Hoyo de Monterrey Year of the Ox für 53 Euro nicht dreimal so gut ist wie eine normale Hoyo, ist ja klar, aber es ist halt so dieses Sammeln und die schöne Kiste, die dabei ist. Ja, das ist gerade noch so grenzwertig, wo du dir das schönreden kannst, hey, ich habe eine extrem seltene kubanische Zigarre in einem schönen Format, weil die sind ja meistens halt ein Riesenformat dann, ja, wo du halt fast doppelte Rauchdauer hast, das muss man auch noch gegenrechnen. Aber ab 50 Euro wird es schon sehr dünn nach oben. Ja, dann muss man sich schon einiges schönreden. Ja, also ich habe, glaube ich, jetzt für die Juan Lopez habe ich 13,10 Euro oder 13,40 Euro gezahlt, der neue Preis. Vom letzten Jahr halt noch. Das ist für so ein Ding, das ist eine Robusto, 50er Ringmaß, ich glaube 12,89 cm Länge. Für eine kubanische Robusto, Hammer. Aber die Kiste ist leider nicht voll, also die war schon halb leer. Aber ist nicht schlimm. Aber deswegen ist es gut, wenn ich jetzt die Kiste habe. Ja, wenn ich dann noch hier und da ein paar Selektionen Nummer 2 finde, so einzelne, kann ich die ja immer wieder auffüllen sozusagen. Ist ja nicht schlimm, mein Gott. Du kannst zwar vielleicht nicht mehr immer 100% sagen, okay, jetzt sind alle aus der Kiste aus 2022, ein paar sind auch frischer oder so, aber ja, mein Gott. Also Standards, sage ich jetzt mal, es ist nicht so böse. Aber die Monte Nummer 5, die ich noch eine 10er-Kiste gefunden habe, die ist jetzt bald 3 Jahre alt. Ja. Und die ist in 1-2 Jahren hammermäßig. Also Monte, eine 4-5-jährige Monte ist hammermäßig. Da gibt es nichts Besseres. Und das sind ja, weißt du, so 40 Cent oder 1,40 Euro obendrauf, das ist eine super normale Preiserhöhung, das ist ja völlig okay. Aber wenn du jetzt mal guckst, Placencia Year of the Rabbit, 52 Euro, was willst du eigentlich von mir? Placencia ist keine 50, das kann ich vergessen. Die Fuegos sind hammermäßig, die sind ihre 18, 19 Euro wert. Aber dann ist Placencia auch schon, dann ist auch schon gut. So komplex sind die dann auch nicht, oder? Ja. Dann lieber AJ Fernandes. Was Davidov da wieder verbrochen hat, mir war hier auf der Rabbit. 48 Euro. Schmeckt eh wieder wie alle anderen Davidovs. Die trauen sich nichts, die trauen sich nichts. Davidov traut sich nichts. Die wollen halt ihre Stammkunden nicht verärgern. Zu teuer, ja. Einfach zu teuer. Klar, wie gesagt, wenn du so eine extrem limitierte kubanische hast,
von mir aus Beike oder so, oder eben diese hier auf, die sind ja extrem selten. Ich bin ja damals für die Romeo Giulietta hier auf der Red bin ich ja in die Schweiz gefahren. Weil es sie einfach nicht gab hier. Niemand hat die gehabt, niemand. Und dann ist es okay, wenn du 50 Euro zahlst. Dann sagst du, okay, das ist was Besonderes. So dieses Jagdinstinktmäßige. Das erinnert mich wie damals an die He-Man-Figuren, wo du halt dann alle Multicenter abgeklappert hast, ob sie noch ein Blade haben oder ein Two-Bad oder was weiß ich, Snoutspout. Hast schon dann die seltenen Figuren irgendwie versucht abzugrasen. Und vor 20 Jahren kam ja nochmal He-Man neu auf Auflage. Und da bin ich auch nach Karlsruhe gefahren und in Toys R Us und habe da 20 seltene Figuren. Ja, das kann man nicht, kann man dann rational nicht erklären, sowas, ne? Aber trotzdem, da kann man sich sehr schön reden und sagen, hey, die Kiste ist 50 Euro das Stück, aber das ist was Besonderes, okay. Aber so eine 0815 Year-Off-Geschichte da oder was weiß ich was von Davidoff, die eh zum 80% weiß ich nicht, keine Ahnung. Selbst schon mehr Apfel macht es ja nicht. Der hat ja auch diese La Estrancia-Dingsbums da, wo in der Einlage 60 Jahre, angeblich 60 Jahre alte Nicaragua-Tabak am Start sind. Selbst die Zigarre kostet nur um die 22, 23 Euro. Ja. Aber das ist ja auch eine super schöne Zigarre, ja. La Estrancia von Meerapfel, made by Meerapfel. Ja, mit Fuente zusammenarbeitet. Ja. Da kannst du schon sagen, hey, ich habe hier echt seltene Tabak in der Zigarre und deswegen kostet sie halt 25 oder so. Und dann kannst du sagen, okay, die kostet 10 Euro mehr als normal, was ihr so anbietet, weil da halt echt ganz seltene Tabak mit am Start sind. Dann kannst du sagen, super, okay. Ja, das ist ja bei Gurkha auch oft so, weil die haben ja ganz viele Tabacaleras, die Gurkhas, auf der ganzen Welt und dann finden sie da nochmal einen Haufen und finden sie da nochmal einen Haufen. Und deswegen ist bei Gurkha das auch nicht so ganz durchsichtig, ihre Preispolitik. Aber so ein Stück weit kann man das schon nachvollziehen. Also zum Beispiel die Gurkha Beast hat ja auch sehr lang abgelagerte, schöne Tabake mit am Start und die kostet halt 35 Euro. Aber die ist halt auch richtig gut. Aber du kriegst ja auch Gurkhas für 9 Euro. Aber da kannst du wenigstens sagen, okay, die Beast kostet zwar 35, aber du hast ja schon wirklich was Besonderes. Aber da wieder eine Plazenzia hier, Siglo 1, Siglo 2, Hexagon, bla bla bla, Fuerte, bla bla bla. Und diesmal machen wir 8 Euro obendrauf, nur weil halt eine Preiserhöhung stattgefunden hat. Der Blend oder die Tabak sind aber im Prinzip die ähnlichen wie die letzten Jahre auch. Und dann sagst du auch, okay, jetzt mache ich da nicht mehr mit. Naja, es war wie bei David auf der Master Selection da, 10 Jahre alte Yamasa-Tabak mit dabei. Okay, hat man gemerkt, dass es eine schön feine Zigarre ist, aber 33 Euro halt, gell? Dann kaufst du lieber eine Grand Cru, legst sie 5 Jahre weg, schmeckt die genauso. Die kostet halt 8 Euro weniger oder so. Es gute Tabak gibt von vor 60 Jahren in Nicaragua. Keine Ahnung, weiß ich, kann ich dir nicht sagen. Ich frage mich halt, wo die herkommen. Ob das so ein vergessener Haufen ist oder die bewusst sagen, hey, hier das kleine Eck, das tun wir echt mal einfach 10 Jahre in Ruhe lassen. Mal gucken, wie sie sich entwickeln, die Tabak, und dann schauen wir mal, wie wir die dann loswerden. Oder ja, so eine Firma oder so Leute wie Meerapfel, die sagen dann, hey, ich habe hier eine Tabakalera in Nicaragua, ich möchte, dass ihr echt die Tabak einfach mal 10 Jahre in Ruhe lasst, nicht weiterverarbeitet. Gibt es, glaube ich, schon, ja, klar. Also, dass es unrealistisch ist, glaube ich nicht.
das war ja, das ist ja nur ein Teil gewesen von der Einlage. Es ist ja nicht so, dass die komplette Zigarre 60 Jahre alt ist. Das sind ja nur Teile dann, die sie halt noch mit reingebaut haben. Was hast du da? Na, hast du meine Schacht? Ich habe mir nämlich vorhin eine Butterpilze gekauft und das ist die Verpackung gewesen. Und habe ich jetzt aus dem Mund von meinem Hund gezogen. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen oder was? Ja, willst du mich verarschen? Mann, Mann, Mann. Hast aber nichts zum Essen kriegt, der Fettsack. Der ist fett genug. Da kriegt das beste, teuerste Hundefutter mit 70% Protein drin. Für 75 Euro kostet der 12 Kilo Sack. Und das reicht ihm nicht. Fettsack. Keine Ahnung, was der Dimitri wieder labern will. Ja, aber ich denke, jetzt ist vorbei, weil jetzt hat sie ihr Pulver verschossen, die Zigarre. Ich merke jetzt nur so ein bisschen halt das Erdige, ein bisschen Holz. Ja, jetzt ist sie. Jetzt hat sie nichts mehr zu bieten. Aber es ist okay nach. Moment. Nach 90 Minuten. Ist okay.
90 Minuten, guter Smoke. Jetzt krieg ich ja auch echt Hunger, hey. Wie viel ist denn eigentlich? Hab halt nur die Butterbrezel gehabt. Ich war dann nach der Arbeit noch beim Friseur. Jetzt der das Review rausgepresst. Es gibt, ich mache mir Hähnchengeschnetzeltes mit Champignons brate ich noch dazu an. Und dann, was weiß ich, Bratkartoffeln oder so. Ich habe beim, also mein Papierkorb oder mein Dingkorb steht da halt in der, also neben der Küche, weil die Küche so klein ist. Und bei dem Papierkorb habe ich halt keinen Deckel. Das ist halt ein normaler Korb, also normaler Mülleimer eigentlich. Da zieht halt ab und zu irgendein Scheiß raus. Oder wenn ich irgendwie Backpapier, ich weiß, Backpapier gehört nicht in Papier, aber das will ich trotzdem immer dann so reinstopfen da. Wenn es halt ölig ist, hat er mal. Da war nur noch so eine Ecke vom Backpapier übrig. Der hat das komplette Backpapier gefressen, weil er halt Salz und Öl und Fett und alles noch drauf war. Da habe ich ihm dann das Backpapier mal aus dem Arsch ziehen müssen. Idiot. Ja, wenn die Sonne dann weg ist, wird's doch, dann ist es noch frisch. Ja, jetzt am Schluss. Leder, Erde, Schärfe kommt wieder zurück, natürlich, ganz klar. Aber nicht zu trocken, nicht zu erdig. Das ist halt das, was ich gut finde. Klar hast du, ist die Erde schon sehr dominant jetzt am Schluss, klar. Du hast ja rumgeschlonzt und rumgeleckt und alles. Da wird natürlich die Erde und diese Aromen am Schluss, die werden halt natürlich intensiviert, aber man hat trotzdem Bock, sie fertig zu rauchen. So. Ja. Noch eine Woche, dann habe ich die Woche Urlaub. Sehr geil. Aber das Wetter bleibt jetzt so die nächsten Wochen, oder? Dass es nachts noch ein paar Minusgrade hat. Ordentlicher Stick, fairer Preis, gutes Format, Komplexität, Stärke, aber nicht zu stark. Schöne Süße mit dabei, so hier und da, das Toastige, vor allem dieses Kräutermäßige war schon auch interessant.
Also kein Vergleich. Zum Beispiel jetzt die Wunderlust hatte auch Kräuter, Schwarztee dominant. Das war nicht fein. Die Zigarre ist nicht fein. Also, muss ja nicht komplex sein, aber die Augen waren mir zu kratzig hier irgendwie. Die muss halt schon ein paar Jahre weglegen. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir 4 Zuschauer, aber keiner schreibt, was ist da los? Habt ihr irgendwelche Fragen? Ich weiß alles. Ich weiß alles. So. So, jetzt sind wir bei 100 Minuten ungefähr. Ja, am Schluss hat man. Kommt die Schärfe wieder zurück, das ist eher die ledrige einfach, da kommt jetzt nicht mehr viel, jetzt ist Feierabend, 100 Minuten gut, schönes Teil. Ich habe glaube alles gesagt, 5 von 5 muss ich hier geben, also wirklich eine sehr, sehr gute Zigarre zum super Preis, sieht schön aus, unkompliziert, schöner Smoke einfach. Tschüss. Tschüss, Leute, jetzt gibt's was zum Happern, wir dampfen schon die Bluse.